So. Jetzt, am besten zur Schamanin gehen. Hm? Die Yukol packen ihre Waren für die Nacht ein. Die Nomaden räumen ihr Zeug weg. Tja, ich würde sagen, sie räumen gleich noch viel mehr weg. Wenn ich erstmal mit der Schamanin gesprochen habe, da ist ja wirklich immer viel los, ne? Aha. Tag, Warlan. Tuk, tuk. Kann nichts mehr finden für Frau Kidwalker. So, also, wo ist die? Die ist da hinten wahrscheinlich irgendwo. Jetzt werden die gefüttert, auch nicht schlecht. Hallo? Frau Kidwalker weiß einen Weg, wie Yukol über Heiligen See kommen? Davon hätte ich ja nie geträumt. Ich habe ein Schiff gefunden, das sie alle und auch ihre Herde transportieren kann. Sein Kommandant, Kapitän Obo, erwartet uns im Hafen. Als erstes warten wir Kirk. Führer der Yukol, gesund mit einer magischen... Simon Steiner, der Uhrmacher von Weisenbohr, hat Kirks Prothese fertiggestellt und in die Klinik gebracht. Sie kommen gemeinsam herunter und stoßen an Bord der Kristall zu uns. Also Yukol nutze Nacht, um Lager abbauen. Sehr, sehr viel Arbeit. Solange ich nicht mithelfen muss. Gut gemacht. Großartig. Jetzt kommen wir voran. Das ist nur ein kleiner Rückschlag. Solange ihr spiritueller Führer sich in unseren Händen befindet, gehen die Nomaden nirgendwo hin. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, Olga Yefimova. Der Rest meiner Männer kommt erst in ein paar Stunden an. Es wird schwer, diese Wilden hier festzuhalten, ohne ein paar Schädel einzuschlagen. Und ich will hier in Weisenbohr kein Skandal. Keine Sorge, Oberst. Wenn wir es auf meine Weise machen, brauchen wir keine Söldnerarmee, um das Yukol-Problem ein für alle Mal zu lösen. Mein Gott, wo bleiben die nur so lange? Was machen die denn? Entspannen Sie sich, Kapitän. Sarah hat versprochen, Steiner und Kirk hier herunterzuschicken, sobald sie aus der Klinik zurück sind. Ich bin sicher, sie werden kommen. Es ist egal, ob sie jetzt oder in einer Stunde kommen. Wir müssen los, bevor es Nacht wird. Ich warne Sie. Ich fahre nicht zur besten Essenszeit für das Monster raus auf den See. Hören Sie. Wir können auch erst morgen bei Tagesanbruch fahren, wenn Sie sich dann besser fühlen. Bis dahin sehe ich mal nach, wie die anderen zurechtkommen. Und Sie versuchen, sich etwas zu entspannen. Alles wird gut, Kapitän. Tja, also, Problem. Diese Olga hält den immer noch fest, den Kirk. Gucken wir mal, was hier passiert. Aha. Schiff darf nicht nachts losfahren, Frau Kidwalk. Laderaum braucht viel Luft, wenn Strauße weg. Nanook Metall wirklich sicher? Ich glaube, dass der Laderaum nicht nur Luft braucht.
Ich würde mal sagen, der Laderaum braucht auch eine sehr, sehr intensive Reinigung. So, wo ist denn der Laderaum? War, glaube ich, da hinten irgendwo, ne? Gucken wir mal, was da geht. Oh, Kapitän könnte helfen. Kapitän Schreihals sagt, Boiler füttern. Ja. Braucht man, sonst kommen wir nicht weiter. Jetzt würde ich aber gerne da hoch. Aha. Oh oh, die machen da Feuer. Sieht aus, als wären alle an ihrem Platz. Perfekt. Ja, ja, von denen schon. Hm. Werkbank zu hoch. Die ist ja auch nicht für dich gemacht. Tja, und was geht hier vorne? Keine Ahnung. Aber da war ich schon mal geguckt, ne? Wahrscheinlich immer noch nichts. Nee, ich muss jetzt mal gucken, dass ich irgendwie den Steiner finde. Den Kirk, aber der wird ja da oben festgehalten. Das ist ein Problem. Ich muss irgendwie in die Klinik hoch, glaube ich. Aber die Typen, die Soldaten da mit ihren Kalaschnikows, das gefällt mir überhaupt nicht. Gar nicht gefällt mir das. Wo geht's hier hin? Ah, hier geht's nach vorne. Wo niemand sitzt. Da steht wieder einer da oben. Ich fühle mein gequetschtes Nanook-Metall. Ah, tschüss. Schiss vorm Schiff. Das Schiff ist nicht das Problem. Zunächst mal ist Olga das Problem und dann das Seemonster. Was auch immer das ist. Kate! Sarah! Ist alles in Ordnung? Großvater, er ist nicht aus der Klinik zurückgekommen. Vielleicht dauert es länger als erwartet, Kirk die Prothese anzupassen. Das dachte ich auch. Aber als ich mit der Seilbahn in die Klinik fuhr, war da oben alles geschlossen. Und in der Eingangshalle sind Bewaffnete. Hm. Diese Soldaten müssen zu diesem Oberst gehören, der uns verfolgt. Sie halten Großvater fest, ich weiß es. Ich muss los und ihn retten. Junge Takmon recht haben. Frau Kate Walker muss zur Klinik gehen und retten Kirk. Und Großvater, was ist mit ihm? Nur ruhig Blut, Leute. Ich hole sie beide. Auf keinen Fall lasse ich irgendjemand... Frau Kate Walker darf nicht vergessen alles, was Jukol für sie getan haben. Sie schulden auch Großvater einiges. Beruhigen Sie sich. Beide. Ich hole sie da raus, aber sie beide müssen ruhig bleiben. Frau Kate Walker muss das mitnehmen. Braucht es oben. Was ist das? Und woher wissen Sie, was ich brauche? Geister schicken nicht nur schlechte Zeichen. Jetzt, Frau Kate Walker muss gehen in Klinik. Ich gehe. Sagen Sie dem Kapitän, dass er sich zur Abfahrt bereithalten soll. Pech, wenn das Nacht sein sollte. Wenn der Oberst und seine Männer wirklich dort oben sind, müssen wir aufbrechen, sobald ich mit Kirk zurück bin. Ja, das will ich aber auch mal sagen. Dann sollten wir rennen. So schnell wie geht. Und hoffen, dass sie nicht in diese verseuchte Stadt Baranur uns folgen. Na, was geht da? Auflauf von Menschen. Hallo? Ich bin mit jemandem verabredet. Aber ich weiß nicht mehr mit wem. Hm. Auf geht's, Leute. Wir haben geschlossen. Bitte geht, bevor die Polizei kommt. Bäh. Einfach nur bäh. Alles dreht sich. Ja, kein Wunder, so blau wie du bist. Ach, der Typ wieder, der nur lacht.
Egal, so, also wir müssen jetzt zur Seilbahn. Was reicht die da schon wieder? Guten Abend. Naja, schon recht. Guten Abend, Kacke. Ah, das gefällt mir überhaupt nicht, nachts loszufahren. Da kommt dieses Seemonster, was auch immer es ist. Irgendwie ein Stück weit, glaube ich, hat der recht. Allerdings, was dieses Seemonster sein soll, weiß ich auch nicht. Aber ich denke, das werden wir noch erfahren. Wo war denn jetzt eigentlich? Meine Liebe, warten Sie! Herr Bürgermeister, was ist? Es gab eine Wendung zum Schlechten. Ein Trupp Soldaten ist in Balsambur eingetroffen. Ich fürchte, diese Miliz ist die rechte Hand der neuen Regierung unseres Landes. Das gefällt mir gar nicht. Diese Leute sind völlig skrupellos. Sie haben sogar die Klinik übernommen. Ja, ich wollte gerade... Wenn Sie erfahren, dass ich Ihnen erlaubt habe, die Schleusen zu öffnen, lande ich zum Bäumezählen in der Taiga oder Schlimmeres. Oh mein Gott, was für eine schreckliche Lage, entsetzlich. Keine Sorge, Herr Bürgermeister. Wir verschwinden so schnell wir können. Perfekt. Aber wenn Sie vorher festgenommen werden, zähle ich darauf, dass Sie meinen Namen da raushalten. Selbst unter Folter. Natürlich. Selbstverständlich, Herr Bürgermeister. Sie können auf mich zählen. Ausgezeichnet. Na dann, einen schönen Abend noch, meine Liebe. Politiker-Arschloch wieder mal, echt. Versucht nur seinen eigenen Arsch zu retten. Ja, warum gehst du jetzt da nicht da hoch? Bug. Rennen mag sie nicht, wenn sie gegen die Treppe läuft. So. Aber das ist gar keine Bahn, ne? Muss ich irgendwie erst eine Bahn her organisieren? Ist da jemand? Da ist auch niemand. Ah. Nein, ich muss etwas anderes finden. Locked. Okay. Mein Gott. Die Soldaten müssen die Seilbahn aufgehalten haben, nachdem Sarah aufgebrochen ist. Ich muss einen Weg finden, sie zurück zum Bahnhof zu fahren. Ja. Sehe ich auch so. Die Frage ist nur, wo und wie? Da sind Fässer, da komme ich nicht weiter. Ah, das war die abgeschlossene Tür, da komme ich auch nicht weiter. Komme ich da irgendwo? Schamanengetränk. Kann man das Ding irgendwie eintreten oder so? Geht nix, ne? Tja, keine Ahnung, überhaupt keine. Überhaupt keine Ahnung. Ich meine, auf dem Weg, auf dem ich hochgekommen bin, kann ich ja nicht mehr runter. Naja, umgekehrt, auf dem ich runtergekommen bin, kann ich ja nicht mehr hoch. Denn ich bin in den Fluss runtergeheizt. Ah, guck mal, da ist jetzt offen. Aha, 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 aha.
Ach so. Ah. Vielleicht kann ich diesen Karren irgendwie benutzen. Ups. Ich war's nicht. Oh, ist das ein Keil? Und noch einer. Und noch einer? Hä? Drei Keile. Keil, 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 kleiner Keil. Ja, schön und gut, aber was bringen mir diese Keile? Was soll ich mit dem Keil? Hä? Granitfass da an. Kann ich damit die Tür hochheben oder was? Ah. Ah, ah, ah. Keil. Auf keinen Fall. Kleiner Keil? Ah. Nochmal. Ziemlich große Lücke. Genau, ziemlich große Lücke. Jetzt, 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 jetzt. Kleiner Keil. Und dann ist auf der anderen Seite ein großen Keil. Unmöglich. Da einer. Aha. Und jetzt? Es funktioniert nicht. Den kleinen nehmen. Und hier hin und den großen. Versuchen wir etwas anderes. Jetzt hier noch einen drüber. So, Tür ist offen. Sehr schön. Gucken wir weiter. Aha. Ah. Klemmt. 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 Ach so, mit Pings vielleicht. Kommt man da hoch? Nee. Gibt's da hinten irgendwas? Kein Strom. Okay, also, jetzt brauche ich mein Messer wieder mal benutzen. Und ja.
Aha. Gut. Tja, keine Ahnung. Aha. Okay. Gut. Und hinein. Jetzt muss man nochmal gucken, wie man dieses Ding fährt. Hä? Ah, das ist zum Runterfahren. Und hier ist wahrscheinlich zum Hochfahren. Klar, sie weiß auf Anhieb, wie man sowas macht. Hör auf meine Stimme, kleiner Yukol. Hör auf die Stimme deiner guten Freundin. Kirk, du bist der Führer deines Volkes. Derjenige, der seinen Yukol-Brüdern auf den Weg zu Modernität und Fortschritt bringt. Diese archaischen Züge, die ihr einfach nicht aufgeben wollt, sind nur lächerliche Reflexe. Du musst dein Volk dorthin zurückbringen, wo sie herkommen. Ihr müsst sesshaft werden. Echte Häuser bauen, Schulen, Fabriken. In der Welt von morgen ist einfach kein Platz mehr für ein Nomadenleben.